Also unser Projekt heißt Telespective. Es richtet sich an Patientinnen mit dem Verdacht auf eine axiale Spondylarthritis oder die schon eine Diagnose einer axialen Spondylarthritis haben. Das hat man früher ja auch Morbus Bechterew genannt, das ist eine rheumatologische Erkrankung. Genau, und was wir erreichen wollen, ist zum einen, dass wir schneller zur Diagnose kommen, indem wir die Patienten schon telemedizinisch screenen. Das heißt, dass die Patienten von zu Hause mit Symptomcheckern einen Anamnesebogen sozusagen ausfüllen, sogar eine Blutentnahme zu Hause durchführen, um einen Entzündungswert und auch einen genetischen Marker zu bestimmen und uns alles, was sie an Befunden haben, an Bildgebungen schon überspielen und wir dann ganz bequem sozusagen auch aus unserer Ambulanz schon mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit sagen können, ob diese Diagnose vorliegt oder nicht und die Patienten, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben für die Erkrankung, dann schneller therapieren können. Und im Projekt Teil 2 geht es eigentlich darum, die Patienten, die schon die Erkrankung haben, sehr gut eingestellt sind, eigentlich nicht regelmäßig zum Rheumatologen kommen müssten, telemedizinisch zu monitoren. Das geht wieder mit einer Smartphone-App und auch mit Blutentnahmen von zu Hause. Und wir telefonieren dann hauptsächlich miteinander und machen vor Ort Termine nur dann, wenn es wirklich notwendig wird. Wir haben einen großen Fachkräftemangel in der Rheumatologie. Realität ist, dass die Patienten bis zu einem Jahr warten, bis sie überhaupt einen Erstvorstellungstermin erhalten. Das heißt, wir müssen Ressourcen freisetzen. Die Rheumatologen werden eher weniger als mehr, muss man sagen, in der Zukunft. Und die Patienten brauchen uns und Telemedizin ist da, denke ich, ein guter Lösungsansatz für.